Angriff auf ihn. Dann müssen wir mal sehen, dass wir das umgelagert kriegen von Ava. Das, was weiß ich, Rassia noch jemand was bekommt. Empfehlung schreiben, Angelhaken, Exporgikum, Proviantpaket, Decke, Heiltrank. Schwert brauchst du ja. Mehr geht auch nicht. Nee, dann musst du halt abwarten. Oh, ihr Sinder ist geblendet. Das ist nicht gut. Da will Ava gleich wieder ran, aber sie kann ja nicht. Sie könnte einen Schritt wagen, aber das bringt ihr ja halt herzlich wenig. Da ist er tot. Vulkanglasdolch. Juhu. Etwas wegwerfen. Dann gucken wir mal bei Kaldrin, was er so wegwerfen kann. Körperkraft-Elixier. Werde ich im Prinzip auch nicht verwenden. Ich schmeiß das Mut-Elixier weg. Ja. 6 Abenteuerpunkte. Wunderbar. Dann wollen wir mal weiter gucken. Einmal runter. Erstmal gucken, was die gute Ava so bei sich trägt. Ich kann es mir in etwa vorstellen. So, da haben wir einfach mal 40 Proviantpakete eliminiert. Verdammter Mist. Und deswegen schmeiße ich so ein Zeug weg, ey. Das ist nicht wahr. Hier ist ja gar nichts. Oh. Doch, eine Spinne. Ungerne mit Zauberern. Bewegen. Jetzt kann sie sich auch wieder bewegen. Das ist nicht wahr. Da hat die wirklich 50 Proviantpakete. Wo kamen die her? Habe ich irgendwas angeklickt, dass ich Proviantpakete haben will? Nein, ich habe einen Rechtsklick vorhin gemacht. Sichern. Bewegen. Auf die andere Seite. Du wirst nachher auch erstmal 10 Proviantpakete wegwerfen. So viele brauchen wir nicht, verdammt. Sichern. Da ist das Spinnenvieh. Du bewegst dich hierhin. Okay, Durin, du gehst auf die andere Seite. Du sicherst. Du greifst an. Böse kleine Spinne. Die Itzi-Bitzi-Spinne kroch aus ihrem Versteck. Da kam der große Bisu und spült die Spinne weg. Sichern, ich fand das jetzt sehr poetisch. Immer rauf auf das Spinnvieh. Das hat 4 Punkte, plus 9 sind 13. Angriff. Gott, jetzt habe ich hier gerade gedacht, ich habe eine Spinne irgendwo. Okay, bisher ist noch alles gut. Sicher einfach mal. Angriff auf die Spinne. Böse Spinne. Okay, sichern. Das sind dann 19 Punkte. Okay, 28 Punkte. Das ist nicht wenig. Kristall. Und 24 Abenteuerpunkte. Immerhin. Ist hier auch einer? Definitiv. Sichern. Bewegen. Auf zur Itzi-Bitzi-Spinne. Bewegen. Hier vorne hin. Abwarten. Warte den Tag ab, an dem es passieren wird, mein Kind. Angriff auf die Spinne. Was machen wir mit dir? Du sicherst? Ach komm, lauf hin. Du kannst ja wieder laufen, das ist das Schöne. Alte Option. Wow, Melina, was ist mit dir passiert? Hast du gerade Zielwasser getrunken? Solltest du öfter mal tun. Bewegen, Spinne links. Bewegen, Spinne links. Angriff. Okay, jetzt müssten alle das tun, was sie zu tun haben, außer Rassia, die einfach nur dumm rumsteht.
Okay, muss ich gleich nochmal drauf achten, wenn sie dran ist. Du weißt ja eigentlich, was du zu tun hast. Ach Mensch, Spinne schon tot. Kristall, hey! Rucksäcke sind voll. Ja, Kaldrin, was hast du denn so? Eine Kristallkugel, Vulkanglasdolch. Davon haben wir jetzt zwei, brauchen wir nicht. Einer geht weg. Jo. Denn das war auch nicht mehr als ein Druidendolch. Okay, haben wir auch noch eine Spinne? Ja. Waffe wechseln. Oh, 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 oh. Die Orknase ist kaputt. Dann nimm den Kuntioma. Du sicherst. Du bewegst dich weg. Und zwar hierhin. Sichern. Die steht auf Kaldrins Feld, also sichern. Du kommst schon mal hierher. Du sicherst. Du sicherst. Aua. Sichern. Angriff geht nicht, weil Durin im Weg steht. Sichern. Angriff auf die Spinne. Ja, kein Selbstmord. Wunderbar. Bewegen. Hinter die Spinne. Angriff auf die Spinne. Nein, abwarten. Angriff auf die Spinne. Sehr schön. Du sicherst. Du sicherst. Du sicherst. Du greifst weiter an. Oder auch nicht. Weil du ein komischer Durin bist. Du bewegst dich hierhin. Und greifst die Spinne an. Tolle Schüsse. Melina, ich bin so stolz auf dich. Was ist nur mit dir geschehen? Das war's. Kristall. Was wollen wir wegwerfen? Kaldrin? Nein, wir wollen Kaldrin nicht wegwerfen. Wir wollen Melina... Flöte. Die Flöte kann eigentlich weg. Wurfhaken mehr... Arax-Gift, komm, ein Arax-Gift weg, ja. 6 Abenteuerpunkte, sehr schön. Und jetzt auf zu Yasinda. Schmeiß diesen Mist endlich mal weg. So. Ist das besser oder was? Es ist wesentlich besser. Oh, da geht eine Tür durch. Wir sind jetzt da. Mal sehen, was wir da finden. Auf geht die Tür. Und auf geht's mit uns rein. Vor euch tut sich eine speergespickte Fallgrube auf. Vorsicht, vorsichtig versucht ihr darüber zu klettern. Yasinda rutscht aus, stürzt und zieht sich einige hässliche blutende Wunden zu, klettert aber schließlich auf der anderen Seite der Grube hinaus. Na. Ich hoffe, die haben sich nicht zu sehr verletzt. Ich muss mal in die Aufnahme gucken. Nee. Kaldrin, wie sieht's bei dir aus? Okay, alles in Ordnung. Na gut. Den haben wir jetzt gerade Fallen entdeckt. Das ist natürlich nicht so schön. Ah, wo sind wir hier? Wir gucken mal rein in die Truhen. Versuch misslungen. Ein Giftdorn. Bist du vergiftet? Ja, bist du. Wir müssen dich retten. Gegengift. Das hier? Sieht nicht gut aus. Das hier? Sieht auch nicht gut aus. Das hier? Das hier? Nein, sieht auch nicht gut aus. Mensch, was sieht denn gut aus? Das? Ja, okay. Yasinda, wir kommen. Zar sei's gedankt. Yasinda ist wieder völlig in Ordnung. Dann machen wir es anders, dann werden wir das hier mit einem... Ach nee, geht so. Praios Amulett. Rom, Weinflaschen, nö. Okay, das scheint's gewesen zu sein. Halt, hier sind auch noch Truhen. Okay, Rassia. Bewegung Foramen.
Praios Amulett. Naja. Zerbrechen. Ja, Sindas Dietriche und das Schloss bleibt verschlossen. Autsch, diese Truhe war mit einem Ignifaxius gesichert. Kriegst du die Truhe auf? Hat keine Dietriche, um das Schloss zu knacken. Okay. Truhenplündern ist jetzt nicht mehr drin. Das heißt, wir haben eigentlich Pech. Ja. Und wir sind gerade mal in der ersten Etage. Wie beschämend. Oh, da waren wieder Wunden. Wundmachende Dinger. Aber nichts ist passiert. Sehr schön. Gut, wir müssen hier irgendwie erstmal raus. Das bedeutet einmal heilen. Wir haben ja noch Heiltränke übrig. Hui, das sieht gut aus. Was das wohl macht? Was ja? Dies ist ein Praios-Amulett. Schön. Das hilft uns jetzt nicht sonderlich weiter. Ich würde gerne in dein Inventar schauen. Dankeschön, du bist so ein nettes Mädchen. Also, das war ein Heiltrank, den trinkt sie gleich mal. 17 Lebenspunkte. Müsste reichen. Ja, sieht gut aus. Und du trinkst am besten mal noch einen Zaubertrank. Sehr schön. Oh, wieder ein Kultist. Computerkampf. Keine Magie anwenden. Und den Rest kriegen sie alleine hin. Da brauche ich nicht mehr bei sein. Melina und Dorin haben den Weg versperrt, das ist wunderbar. So kommen die Magier wenigstens nicht auf den Gedanken, dorthin zu laufen. Naja, kurzzeitig schon. Aber schon ist Melina auf der anderen Seite. Die wir übrigens selbst steuern werden. Damit sie auch ja nicht in die Nähe von den Guten kommt. Und wieder auf irgendetwas Nahkämpfendes wechselt. Sichern. Sichern. Weiterhin angreifen. Ich freue mich, dass wir überhaupt dieses komische Gewölbe hier gefunden haben. War ja nicht ganz leicht. Und vor allem auch, dass wir das Gewölbe auch ohne die Axt hätten finden können. Umso besser, dass wir es jetzt getan haben. Weiterhin aggressiv rauf da. Und dann werden wir... Oh, da haut er ab. Dann werden wir jetzt einmal nach draußen gehen, werden uns komplett hochheilen und dann nochmal reingehen und den Rest machen. Dann müssten wir eigentlich mit dem Spinnen-Dungeon soweit durch sein. Soweit ich weiß, sind das bloß 2 Etagen. Sichern. 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 Und tschüss. Dolch und Arax-Gift. Nein, wir wollen nichts wegwerfen. 6 Abenteuerpunkte. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Ach, wenn ich mich auskennen würde, ne? Dann würde ich ja sagen, wir sind fast draußen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind fast draußen. Wir sind draußen. Okay. Wunderbar. Und wir sind angekommen in Otterje, glaube ich. Nee, in Skjall. Sehr schön. Uns fehlt immer noch ein Kartenteil. Einhorn oder der Händler Kolborn. Das ist unsere einzige Chance. Das heißt, um das letzte Kartenteil zu bekommen, werden wir, falls wir den Händler Kolborn nicht unterwegs treffen, irgendwann zum Einhorn gehen. Spätestens Ende des Jahres 16, sonst haben wir schlechte Karten, denn im Jahre 17 kommen die guten. 2 Nächte schlafen, gute Nacht. Einmal erholen, das haben wir uns wirklich verdient. Werden wir ein bisschen was verkaufen. Aber ich glaube, hier war kein Waffenhändler, oder? Ah, es ist doch ein Witz.
Aber wir haben auch sehr viel normales Zeug mitgebracht. Von daher können wir das schon irgendwie absetzen. Sell. Yasinda. Wir haben das Praios-Amulett. Noch ein... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das verkaufen sollte. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann werde ich das auf jeden Fall herausfinden bis dahin. Wir hören voneinander. Bis nachher.